Hallihallo allerseits und ein herzliches Willkommen zurück. So, ich bin jetzt gerade eben tatsächlich noch zwei, dreimal nach oben gegangen und nach unten gegangen, habe uns ein paar Rationen geholt, sodass wir jetzt hier die 18 Rationen dafür auf jeden Fall zusammenhängen. So, Start Analytics. Analysis, wie auch immer. Ist ja fast das gleiche, ne? So, 5 Minuten dauert das Ganze nun. Ich würde sagen, die 5 Minuten... Ach nee, ist die Frage, was machen wir jetzt? Okay, ja, läuft. Ich würde sagen, wir tun auf jeden Fall einmal hier speichern. Save complete. Also ist die Frage, warten wir 5 Minuten ab oder... Wir sehen mal gucken, was wir hier noch so haben. Wir hätten... Oh, wir sind einfach hier echt total voll. Ich nehme einfach jetzt in Zukunft erstmal keinen Alkohol und Metall mehr mit. Plastik vielleicht noch ein bisschen. Aber echt keinen weiteren Alkohol. Kann die noch weiter stapeln? Ne, gehen nur 5, wa? Da ist einfach zu viel. Gut. Dann würde ich sagen, komm, wir fahren hier mit dem Auto auf jeden Fall einmal ein Stück hier oben hin und werden einfach gucken, dass wir gleich hier oben links noch ein, zwei Häuser oder sowas schon mal noch leer machen. Oh, oh. Kann es auch nicht gegen anlenken, ja. So, komm her. Einmal schnell hier. Zack. Muni nachholen. 72 Schuss schon. Sehr schön. Na, Freunde der Nacht. Lass doch mal einen blöden Kopf und zappel nicht immer mit dem Kopf so rum, ey. Na, wo sind die Skins da? So, schauen wir hier noch einen rein. Metall. Na, irgendwo krakeert hier noch eine rum. Was denn los, Junge, hä? So, Trashcan. Na, so ein Kram nehmen wir jetzt auf jeden Fall noch mit. Hier das auch. Alles, was so Hardware und hier Rationen gibt. Ja, schicken Soap können wir auch mitnehmen. Also das Essen können wir auch noch so mitnehmen. Aber wie gesagt, wir werden jetzt zukünftig keine hier... Metallstücke mehr mitnehmen und auch jetzt mal kein weiteres hier Alkohol mehr. Da wären wir sonst einfach zu voll. So, mal kurz gucken. Da sind wir jetzt. Wir könnten da oben noch einmal schnell hinfahren zu den beiden, ne? Oh, er schafft es glatt. Ja, er schafft es. Oh, 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 oh. Was ist los? Eine Ration, siehst du wohl. Noch eine Ration. Ein bisschen Hardware.
Herr Alkohol, ne, danke. Noch eine Ration, ist auch komisch, ne? Wenn du direkt hier nach Ration suchst, findest nichts. Und dann auf einmal hast du gleich auf einen Schlag mal so zwei Rationen oder drei. So, Motor lassen wir einfach mal kurz an hier. Dauert eh nicht lange. Einmal rein, hier gucken. Zack, und dann wieder weg. Hier noch eine Ration, sehr schön. Hardware. Und nochmal Hardware. So. Und zurück. Junge, da hätten wir fast schon wieder überschlagen. Hey. Oh ja, eine Delle nach der anderen rein. So, gehen wir mal nach unten. Schauen wir mal, was unsere Forschung hier macht. Complete. Completed, sehr schön. So, Biodiesel. Hä? Wieso können wir Biodiesel nicht? Hm, stehe ich nicht so ganz. Crafting. Wir können aber auch noch nichts Neues bauen oder so. Packen wir erstmal hier unser Essen mit rein, wa? Da, das, dahin. Dahin, so, das reicht. Wenn wir das mit... Halt, da unten war noch irgendwas. Achso, kann da also mit hin. So. Das kann damit rein. So, den Rest lassen wir da drinnen. Oh, jetzt nehmen wir mal hier speichern. Save complete. Ja gut, toll. Wir haben jetzt hier das hier irgendwie, aber was bringt mir das denn jetzt? Generates Indoor Garden, generates 15 rations per day. Ja, sehr schön. Biodiesel. Das haben wir auch komplett. Ventilator. Aber ich meine, wo bekomme ich denn jetzt diesen Ollen? Indoor-Garten. Den muss ich ja wahrscheinlich erstmal irgendwo bauen oder so, oder? Info, you must monitor the food level. Poo fights research at the library. Ja, gut, wissen wir. Hm. Ja, tut ja nun. Verstehe ich nicht so ganz. Wo bekomme ich denn jetzt diesen Indoor Garden her? Hier müsste dann doch irgendwo ein Garten stehen oder sowas, oder? Oh, wie sehe ich das? Completed. Indoor Garden.
Okay, den haben wir. Biodiesel können wir irgendwie nicht drauf. Da können wir auch noch nichts. Advanced Generator. Verstehe ich noch nicht so ganz. Oder macht das jetzt irgendwie automatisch? Aber normal müsste hier irgendwie sowas sein, oder? Na gut, komm, wir speichern nochmal. Dann gehen wir noch einmal jetzt hier da hinten zu diesen Nahrungsmittelladen da. Hier draußen ist ja auch kein Garten oder so, ne? Ne, Quatsch, stand ja auch Indoor. Gehen wir da nochmal schauen, ob wir da noch ein paar zusätzliche Rationen schon mal bekommen. Fast schon wieder so. Jetzt müsste gleich noch einmal wieder dieses Fahrzeug kommen mit diesen komischen Aliens, ne? Hier glaube ich. Jo. Oh oh. Jetzt haben wir wieder mal erwischt hier. So, am Einschein. So, rutsch rüber. Irgendwann muss doch jetzt gleich links gehen, oder? Dann stehe ich nicht gleich hier vor diesem komischen... Junge, was eine Vollbremsung. Hier war das schon, oder? Ja. Na, wann kommen sie? Kann eigentlich auch hier. Hier bin ich aber richtig, ne? Ja. Den schon mal in die Hand nehmen. Hier mal eine Mine hinlegen. Dann jetzt schön zielen. Kommen die oder kommen sie nicht? Ich glaube, die kommen gar nicht, oder? Die wieder aufheben, die Mine? Ne.
Tja, sie wollten nicht, ne? So, komm, holen wir den Wagen mal ein bisschen dichter hierher. Braucht man nicht ganz so weit hier zu latschen. Ach, guck mal, da liegt auch der andere Oboarm. Da ist er, siehst du. So, geht's wieder los. Eins. Na, die können wir auch mitnehmen hier. Revolver Loader. Zwei. Da liegt der dritte. Vierte. Fünf. Nummer sechs. Ihr seht aber schon. Sieben. Na, acht. Könnte doch noch hinkommen. Nee. Hier ist nicht auch wieder die Cerealien. Also acht bisher. Das hatte ich nicht schon mal gedacht, dass das doch tatsächlich so ein bisschen randommäßig ist. Beim letzten Mal waren es hier nämlich 10 Rationen, die wir rausgeholt haben. Und da war nicht alleine hinter dieser Theke, war nicht auch noch eine Ration. Und da waren jetzt ja die Cerealien. Tja. Na gut, ich meine, 8 sind immer noch besser wie keine. Aber es waren halt keine 10 diesmal. Nun gut. So, dann würde ich sagen, ups. Jetzt, wo wir Nahrungsmittel haben, jetzt fahren wir zurück zur Basis. Gehen dann nochmal speichern, gucken. Oh, ich will die Junge, du. Ey, habt ihr sowas schon mal gesehen? Eine eigene Mine reingefahren. Und er wischt sich einmal über dem Arm Staub ab. Auch gut. Wie fahren wir jetzt noch? 76. Oh, ist noch scheinbar ziemlich heile geblieben. Also muss man tatsächlich aufpassen, wo man Minen hinlegt. Das kann auch böse enden. Ich würde ja zu gerne mal da oben, ne? Ich glaube, das machen wir mal in einer Folge. Dass wir einfach mal speichern und mal gucken, da mal hinfahren. Mal gucken, was es da so gibt. Das würde mich nämlich echt schon interessieren, ob man da nicht auch eventuell einfach an den dran vorbeifahren kann. Oder ob man so eine Chance hätte gegen die Roboter mit der... mit dem Revolver und wir ein, zwei Minen legen oder so. Oh, was mache ich denn, ey? Wäre auf jeden Fall mal echt interessant.
Also das könnte man auch mal in Angriff nehmen, dass man in einer Folge da mal hingeht, mal reichlich Minen davor hinlegt. Dann hier versucht, den so ein bisschen zu pullen, dass der da auch in die Minen reinrennt. Ich glaube, das werde ich mal machen. So, normal müsste jetzt gleich... Ja, ich wollte sagen, müsste die Kreuzung kommen, ne? Fast schon wieder zu schnell um die Kurve. So, Motor aus, bevor ich das wieder vergesse. Gut, und nach unten. Sehr schön. Ach so, so, Bunker. Das haben wir complete. Da können wir noch nichts, da können wir noch nichts. Ja, dann tun wir den hier mal analysieren. Das dauert noch 3 Minuten. Das warten wir noch eben ab hier. Dass wir den noch eben haben. Advanced Economic Generator. Biodiesel können wir irgendwie noch nicht erforschen. Ventilationssystem. $2,37. Ja. Da bin ich gespannt, ey. Aber wie gesagt, irgendwo müsste es doch normalerweise hier auch indoor irgendwie dann so ein Teil geben oder so. Bis da auch nicht hier kann, dann wahrscheinlich tatsächlich nur bei dem Teil. Aber wie kann man hier zum Beispiel... Der Filter ist jetzt ja zum Beispiel wieder ziemlich hoch. Der war doch schon mal weitaus runter, oder nicht? Ist irgendwie alles manchmal ein bisschen merkwürdig. Na egal, so komm. Wir warten jetzt hier 1,54, 1,53 noch. Das warten wir auf jeden Fall noch eben ab. Da würde ich nämlich schon ganz gerne wissen, wie es dann weitergeht. Ob wir dann hier zusätzlich schon mehr was erforschen können oder so. Oder ob das wieder so ein bisschen buggy ist, sag ich mal. Jetzt haben wir den zwar complete, das hatten wir hier ja damals auch mit, da haben wir allerdings hier das Gebäude irgendwie verlassen, ne? Und komischerweise musste ich den dann ja auch nochmal erforschen, damit wir hier kommen. Nicht, dass das hier jetzt genau das gleiche ist, weil wir jetzt das Gebäude verlassen haben, dass der dadurch das nicht hingekriegt hat. Keine Ahnung, mal gucken. Wir warten hier jetzt, bis er das jetzt fertig geforscht hat. Das sind noch 55 Sekunden. Da warten wir jetzt eben drauf. Wir können in der Zeit hier schon mal unsere Sachen ein bisschen neu wegräumen. Zack, das dahin. Die können da neu mit drauf. Der kommt da neu mit hin. So. Filtertechnisch, glaube ich, sind wir gut dabei. 225. Hier können wir nicht auch noch nichts weiter bauen oder so. Unsere schöne Dusche, Badewanne hier, da ist auch immer noch nichts. So, 10 Sekunden. 8, 7, 6, 5 müsste jetzt gleich hier fertig werden. Und zack, Analyse complete. Da können wir trotzdem immer noch nichts machen. Tja, ihr Lieben, ich weiß es im Moment nicht so recht, wieso da nichts ist. Ich will jetzt gleich mal hier speichern.
das Spiel dann mal verlassen und mal gucken, wie sich das dann verhält. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin erstmal. Ciao, ciao.